ist sie. Na, sieh mal einer an. Diese Lady ist ja echt hochklassig, was? Und sie ist sehr reich. Allein ist sie auch. Seid ihr sicher, dass ihr das durchziehen wollt? Schon gut, es war ja nur eine Frage. Ich bin soweit. Ja, es kann losgehen. Also dann. Schon, du würdest das nicht schaffen. Ja, ich auch. Seit wann bist du in der Stadt? Seit gestern Abend. Ich bin in Daddys Flugzeug mitgeflogen. Das muss ja richtig toll sein. Ellie, wie geht's dir? Ich hab dich ja lange nicht gesehen. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Ich hab alles wieder vergessen. Arbeitest du immer noch mit Taubstummen, Kinder? Ja, sicher. Du sollst mich anrufen und dann üben wir das wieder, ja? Ja. Okay. Barbara, ich freue mich, dass du noch gekommen bist. Du siehst fantastisch aus. Danke, da hast du recht, ich weiß. Ja, wie immer. Ich bin erleichtert zu sehen, dass du dich nicht verändert hast, Alicia. Gar nichts hat sich verändert. Wir sind immer noch die alte wilde Bande, stimmt's? Ich möchte euch nur sagen, ich bin keine Sekretärin mehr. Was ihr vor euch seht, ist ein neuer Boss. Großartig! Großartig! Es ist schön, dass du das erreicht hast, was du immer wolltest. Naja, irgendeiner musste doch die Sache in die Hand nehmen. Früher hatten wir immer Kate dafür. Da hast du allerdings recht. Ellie wird im nächsten Monat ein Baby bekommen. Ja, das kann man sehen. Nun, sie hat sich ihr Baby immer gewünscht, da kann sie glücklich sein. Kate, jetzt erzähl mal, wie es dir so geht. Oh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin selbst verblüfft, dass alles so gut läuft. Versteht ihr das? Ja. Und was ist mit dir, Ellie? Was soll ich sagen? Ich bin nicht Chef eines Büros und ich fliege auch keinen Helikopter für Filme durch die Gegend. Ich fliege auch nicht nach Europa, um mich dort mit Playboys an der Riviera zu sonnen. Aber John und ich sind glücklich miteinander. Das freut mich für dich, Ellie. Darauf trinken wir. Trinken wir aufs Genug. Mögen wir alle erfolgreich genug sein, reich genug, dünn genug und was besonders wichtig ist, klug genug zu wissen, dass wenn wir das alles erreicht haben, es noch nicht genug ist. Ja, darauf trinkst du dann. Seitdem Lorenzo in Monte Carlo umkam, ist Daddy besessen davon, mich beschützen zu lassen. Er lässt mich von Leibwächtern rund um die Uhr bewachen. Naja, zuerst deine Mutter am Krebs, dann Lorenzo beim Autorennen. Findest du nicht, dass dein Vater das Recht hat, sich darum Sorgen zu machen, dich zu verlieren? Sicher, sicher. Nur geht er zu weit. Er engt mich so ein, dass ich daran ersticke. Das kannst du dir sicher nicht vorstellen. Es ist wie, naja, manchmal glaube ich, ich...
Du bist wie auf meine armes, kleines, reiches Mädchengeschichte reingefallen. Hm? Barbara, versuch dir vorzustellen, wie dein Vater fühlt. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Bewacher mit mir unter der Dusche stehen. Wäre doch möglich, hm? Na schön, wenn diese Kerle dir also überall hinfolgen. Wo sind sie denn jetzt? Ich habe sie abgeschüttelt. Das ist in Ordnung, wir spielen ein Spiel. Sie finden mich. Sie finden mich immer. Miss Carelli, bitte. Blumen für Miss Carelli. Hier. Sind Sie Miss Carelli? Ja. Blumen für Sie, Ma'am. Blumen. Würden Sie sie bitte auf den Stuhl dort legen? Vielen Dank. Tja, ich darf Sie hier nicht bei Ihnen lassen. Was? Naja, der Mann, der mich hier runtergeschickt hat, um Sie zu finden, sagte mir, dass er Sie gern treffen würde. In der Austernbar, auf dem zweiten Deck. Es ist Robert. Oh, er ist ein Romantiker. Miss Carelli, wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden, Ma'am. Komm mit, Kate. Nein, nein, entschuldigen Sie. Seine Anweisungen lauteten allein. Ich meine, das hat er gesagt. Er sagte allein. Entschuldigen Sie, dass ich darauf bestehe, aber er hat mir nochmal extra $10 versprochen, okay? Das geht schon in Ordnung. Na schön, ich werde ihn gleich mit zurückbringen. Okay. Gehen Sie voraus, ich folge Ihnen. Ein Andenken aus, was ich John mitbringen könnte. Geben Sie keinen Laut von sich. Gehen Sie ruhig weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier was nicht stimmt. Gehen Sie nur nicht... Hilfe! Hey! Barbara! Blöder Idiot! Weißt du überhaupt, was du da angerichtet hast? Er ist tot! Ich hab dich gewarnt! Robert! Drängt sie alle nach unten! Na los, macht schon! Beeilt euch! Wir müssen zurück in den Frachtraum! Bewegt euch los! Zum Land in Betrieb? In ein paar Minuten, Sergeant. Also, wie sieht's aus? Es sind vermutlich drei Täter, die 15 oder 20 Geiseln an Bord der Queen Mary in ihrer Gewalt haben. Und Barbara Scarelli? Ach, deshalb sind sie hier. Ah. Soweit wir wissen, geht es hier gut. Wie konnte das geschehen? Einer der Täter hat mit einer Uzi das Feuer eröffnet, aber hat er einen von Scarellis Leibwächtern umgebracht. Und was mit dem zweiten ist, wissen wir noch nicht. Und wo sind sie jetzt? Soviel ich weiß, haben sie Scarelli und die anderen Leute in den Hauptsalon verfrachtet. Eine dumme Sache mit der Scarelli.
Tja, Mr. Scarelli, Ihr Vater ist ein sehr reicher und sehr mächtiger italienischer Industrieller. Und er ist auch ein sehr guter Freund der Vereinigten Staaten. Er hat sehr viel Einfluss unter den Mitgliedern der Mehrheitspartei der neuen Regierung, die vor kurzem in Italien gewählt wurde. Sonst wären Sie wohl auch nicht hier. Sie sagen es. Also, was meinen Sie? Terroristen, Rote Brigade oder so? Wir haben keine Informationen, um den Verdacht zu erhärten. Es wird sich wahrscheinlich um eine Entführung handeln, bei der es um Lösegeld geht. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen bei diesem Einsatz keinen Fehler machen. Und wenn wir hier jemanden liquidieren müssen? Tun Sie, was Sie für richtig halten. Zack, mach die Lichter aus. Verdammt nochmal, JJ, hör auf, so unruhig rumzuhüpfen. Du fängst an, mich nervös zu machen. Du hast gesagt, alles würde gut gehen und es würde keine Probleme geben. Wir würden nur hereinspazieren, uns die Lady greifen und dann vorm Schiff gehen. Du hast gesagt, es wäre ein Kinderspiel. Als mein JJ. Ein Kinderspiel, das hast du gesagt. Die werden uns alle abknallen. Da draußen ist eine Sondereinheit. Die werden das Schiff stürmen und hier alles zusammenschießen. Du sollst das Maul halten, JJ. Jetzt hören wir mal eine Minute zu, ja? Warum gehen wir nicht einfach auf? Ich meine, irgendwie kommen wir doch jetzt noch raus. Nicht wahr? Was meinst du? Hör auf, Kleiner. Er hat recht, ihr. Es ist noch nicht zu spät, wenn sie jetzt aufgeben. Siehst du, jetzt erzählen die auch noch Scheiße. Warum, Robert? Wieso? Im Moment weiß ich das noch nicht. Du weißt es nicht? Sie haben das ja alle aus Lust und Laune gemacht? Haben Sie nie daran gedacht, dass es auch schief gehen könnte? Nein, wir hatten einen Plan. Zu Anfang war das nur eine einfache Entführung. Jetzt ist es eine Komödie. Ja, eine Komödie mit einem Toten. Das ist doch nicht der Robert, von dem du mir erzählt hast. Doch, der ist es. Aber du hast recht, es ist nicht der gleiche Robert, von dem ich dir erzählt habe. Bitte. Ich dachte, wir zwei hätten was gemeinsam. Hatten wir auch. Das Geld von deinem Alten. Was macht ihr beide denn hier? Soll das ein Witz sein? Wir hören doch auch Nachrichten. Caitlin ist auf diesem Schiff. Kate? Ja, also was werden wir unternehmen? Im Moment können wir leider noch gar nichts machen. Wir können nur hoffen und abwarten. Wie lange wollen Sie warten, Michael? Bis Sie anfangen, Leichen von dieser Brücke zu werfen? Mein Gott, ich werde nicht so lange warten. Dominik, die Situation hier erfordert Taktik. Und ihr beide wisst, was das bedeutet. Also haltet euch unter Kontrolle. Ich werde euch die Lage schildern. Die werden uns das Gehirn wegblasen. Halt endlich deine Schnauze. Oh mein Gott, die werden uns alle töten. Nein, nein, passt auf. Die brauchen uns, um hier herauszukommen. Es passiert uns nichts. Bleibt ruhig und werdet nicht nervös. Hören Sie zu, Lady, wir wollen hier gleich was klarstellen. Wir brauchen keinen Führer in dieser Gruppe. Haben Sie das kapiert? Hier spricht Sergeant Colvetti. Ich glaube, Sie sind etwas naiv. Wo wollen Sie denn hinfahren? Glauben Sie, Sie können den Anker lichten und einfach so wegfahren mit der Queen Mary? Geht es allen gut da oben? Ja. Aber damit ist jetzt Schluss, es sei denn, Sie sind bereit, etwas zu kooperieren. Sind Sie noch dran? Ja, ich höre. Wer ist eigentlich am Apparat?
Bob. Nennen Sie mich nur Bob. Hey, Bob, das ist die Abkürzung von Robert, richtig? Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich? Na, langsam verstehen wir uns doch, Robert. Warum lassen Sie die netten Leute da oben nicht einfach laufen? Vergessen Sie's. Sie sind meine Lebensversicherung. In Ordnung. Ich versuche ja nur mit Ihnen zu verhandeln. Also sagen Sie, was Sie wollen. Ich will einen Helikopter, der uns hier wegbringt. Dann will ich einen Jet getankt und startbereit auf dem Flughafen Los Angeles. Und vergiss nicht das Geld. Und ich will, dass Mr. Scarelli 10 Millionen Dollar auf ein Schweizer Bankkonto überweist. Und Sie werden ihm sagen, dass seine kleine Tochter sonst sterben wird, als Nächste. Und noch etwas. Das nächste Mal, wenn mich einer anruft, dann will ich mit jemandem sprechen, der Einfluss hat. Jemand aus Washington. Holen Sie mir jemanden, der Autorität hat, nicht irgendeinen Straßenpolizisten, dem man das Sprechen beigebracht hat. Wenn nicht, werden hier demnächst einige Leute sterben. Werden Sie nicht nervös. Beruhigen Sie sich. Wir wollen nicht, dass noch jemand verletzt wird. Bitte, das liegt ganz an Ihnen. Besorgen Sie mir jemanden, der Autorität hat und nicht so einen Lakai von Polizeisergeant. Sieht ganz so aus, als wären Sie dran. Okay. Hawk, wir brauchen eine Beschreibung dieser Anlage. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Die bekommen Sie. Na also, es wird euch nichts passieren. Sie müssen nur mit uns kooperieren. Wenn Sie das tun, was ich Ihnen sage, werden wir uns sehr gut verstehen. Ich will Sie nur warnen und Ihnen gleichzeitig vermitteln, dass ich niemanden verletzen möchte. Lassen Sie uns gehen. Diese hier wird uns ganz sicher Ärger machen. Nein. Du wirst uns doch keinen Ärger machen, oder? Hast du verstanden? Bitte lassen Sie alle gehen. Robert, sie ist schwanger. Sie steht kurz vor einer Entbindung. Das sehe ich auch. Nein, sie bleibt hier. Die Bullen sehen es nicht gern, wenn Mütter verletzt werden. Sie ist unser Trumpf. Ganz ruhig, JJ. Es ist jetzt schon mindestens eine halbe Stunde her. Was meinst du, was die da draußen machen? Ihre Forderungen durchzusetzen, das dauert doch eine Weile. Sie wollen doch, dass alle überleben, einschließlich Sie, JJ. Aber ich habe einen Mann umgebracht. Und diese Bullen da draußen, die wollen mich doch fertig machen. Nicht, wenn sie kooperieren. Schluss jetzt, genug! David! Los, hinsetzen. Also, du redest nicht, du bewegst dich nicht, du wirst nicht einmal zucken. Und wenn du Glück hast und sie stürmen diese Tür, dann werden sie dich umlegen, bevor ich es tue.
Bobby! Bobby, Sie kommen durch die Tür rein! Geht in Deckung! Habt ihr nicht gehört, ihr sollt in Deckung gehen! Habt ihr nicht gehört? Ihr solltet beeilen! Ja, doch, ja. Ich kann nicht schneller. Na los! Hawk, komm bitte! Zentrale an R16. Hawk! Hawk! Ja, Michael, hier ist Hawk. Uns ist nichts passiert, Michael. Ich weiß aber nicht, wie es da drinnen aussieht. Los, mach schon! Schneller! Schneller! Los! Habt ihr nicht gehört? Da rüber! Da mache ich halt dir die Tür! Der vermutliche Täter ist am Apparat. Das ist eine andere Leitung. In Ordnung. Halten Sie diese Leitung frei. Ich will nicht, dass sich jemand anzapft. Und finden Sie heraus, wo sich dieser Anschluss befindet, in welchem Teil des Schiffes. So. Achtung, jetzt! Was geht da draußen eigentlich vor? Mich würde viel mehr interessieren, was da drinnen passiert. Ihr habt doch angefangen. Jetzt hören Sie mal genau zu. Ich hatte nichts damit zu tun. Wenn jemand da draußen getötet wurde, dann ist es Ihre Schuld und nicht meine. Regen Sie sich nur nicht auf. Immer mit der Ruhe. Wir werden einen... Regen Sie sich nicht auf! Wollen Sie uns umbringen? Wollen Sie die Geiseln umbringen? Nein, natürlich nicht. Aber wir werden es tun, wenn Sie uns dazu zwingen. Ich will jetzt nicht mehr mit Ihnen sprechen. Sie wollten noch mit jemandem aus Washington reden. Das ist richtig. Wer sind Sie? Ich bin der Mann, der für Sie kompetent ist. Nennen Sie mich Archangel. Wie Sie meinen, dann reden Sie mit mir. Okay. Na schön. Als erstes geht es um Ihre Forderungen, was Sie verlangt haben. Wir brauchen etwas Zeit. Nein, nein, Sie hören sich jetzt genauso an wie dieser Bulle. Es ist doch keine Zeitverschwendung. Rufen Sie mich an, wenn Sie mir etwas zu sagen haben. Es ist so, wie ich gedacht habe. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Holen Sie die Lady. Das ist doch ein Wort. Alles antreten, Leute! Guten Tag, Sir. Spezialeinheit einsatzbereit, Sir. Schön, ich werde Sie gleich aufklären. Als erstes möchte ich, dass Sie sich mit den Plänen des Schiffes vertraut machen und mir so schnell wie möglich Bericht erstatten. Und ich möchte wissen, was es den Steuerzahler kostet, wenn Sie da eindringen. Wir werden gleich beginnen, Sir. Verteilt euch, Männer! Aber seid vorsichtig! Wie geht es dir? Ich möchte, dass du weißt, wie leid mir das alles tut. Du hältst dich für schuldig? Ja, natürlich. Wenn es mich nicht gäbe, dann würdet ihr doch alle nicht in der Klemme sitzen. Nein, nur diese Kerle da sind schuld daran. Ich habe Angst, Kate. Ja, das weiß ich. Ich habe auch Angst. Kannst du dich noch an unsere Schulzeit erinnern? Ich wollte damals eigentlich immer so sein wie du. Was? Ja, ich wollte so sein wie du, weil du dich für alles interessiert hast. Du warst diejenige, die sich um Leute gekümmert hat, die sich für jemanden einsetzen konnte, die hilfsbereit war. Du doch auch.
Du wolltest etwas aus deinem Leben machen. Du wolltest anderen Menschen helfen. Das weiß ich doch ganz genau. Wenn das wirklich so ist, warum denke ich dann in einer Situation wie dieser nur an mich selbst? Wie ich hier fliehen kann, wie ich entkommen kann, wie ich weglaufen kann. Weil du dein ganzes Leben lang weggelaufen bist. Es ist nicht leicht, erwachsen zu werden. Wer hat schon Angst davor, erwachsen zu werden? Du etwa nicht? Das ist so eine Sache mit dem Erwachsenwerden. Man muss Dinge akzeptieren, die man gar nicht akzeptieren will. Und damit muss man irgendwie fertig werden. Als ich ein Kind war, da hatte ich sehr oft einen Traum, und zwar, dass wilde Tiere unter meinem Bett herumlaufen. Ich lief zu meinem Vater und erzählte es ihm, weil ich so viel Angst hatte. Und er hat wahrscheinlich das Beste getan, was er tun konnte für mich. Und was war das? Er sagte mir, ich muss das Problem alleine lösen. Und was hast du getan? Ich holte eine Säge und sägte die Beine vom Bett ab. Oh, Caitlin. Ihr inspiziert die Türen und ihr gebt ihnen Deckung. Den Plan halten soll. Das ist nicht unsere Entscheidung. Wir können nur hoffen, dass Archangels Einheit diese Leute am Flughafen erledigen kann. Und wenn sie es nicht schaffen, dann werden wir wohl eingreifen müssen. Pass auf dich auf, Junge. Und solltest du die Gelegenheit haben, dann sag Kate, dass ich hier draußen bin, ja? Das weiß sie doch. Einen großen Fehler gemacht. Glaubst du, das ist mir noch nicht aufgefallen? Und warum gibst du dann nicht einfach auf? Lass wenigstens die anderen gehen. Du hättest doch immer noch mich. Das geht leider nicht. Dazu ist es noch zu früh. Ich frage mich wirklich, wie dir so etwas einfallen konnte. Vor einigen Jahren haben Zack und ich eine Ladung Dope aus Kolumbien geflogen. Das Flugzeug stürzte ab, weil es überladen war. Die Überlebenden wurden verhaftet und ins Gefängnis in Bogota gesteckt. Das war ein grässliches Loch. Aber ich habe mir damals eine Menge geschworen. Und wir hatten Glück. Es ist uns gelungen, auszubrechen. Barbara, manchmal fangen Leute an, eine Rolle zu spielen. Plötzlich gibt es kein Zurück mehr, man muss sie zu Ende spielen. Scarelli. Ist alles in Ordnung? Es ist wie ein Traum. Wie ein böser Traum. Ich denke manchmal, wenn ich meine Augen schließe,
dass dann alles vorbei ist. Dass alles vorbei ist. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ist sie okay? Natürlich. Sie wird durchhalten. Sicher wird sie durchhalten. Es wird doch alles wieder... Mir geht es nicht sehr gut. Und du weißt, dass es deine Schuld ist. Alicia. Ich sterbe hier drin. Ja, ich sterbe. Kannst du das verstehen? Bedeutet dir das eigentlich irgendetwas? Was denkst du von mir? Wir waren doch immer Freunde. Nein, du warst... Du warst nichts anderes als ein verwöhntes, reiches Kind, das niemals zu bezahlen hatte und das keine Sorgen kannte. So ist es doch. Stimmt's? Und jetzt müssen wir wegen dir bezahlen. Das ist nicht fair. Du hattest ständig alles. Das ist doch wirklich nicht fair. Ich wünschte nur eins. Dass ich dich niemals gekannt hätte. Verschwinde hier. Lass mich allein. Lass mich in Ruhe. Beruhige dich doch. Ist ja okay. Es wird alles wieder gut werden. Bist du okay? Ja. Und bist du mir noch böse? Ist schon vergessen. Ja, es tut mir leid. Weißt du, es tut mir wirklich leid. Mir tut es leid, dass ich dich in die Sache reingezogen habe. Ach, du hast wirklich keinen Grund, dass du dich entschuldigen müsstest. Könntest du mir einen Gefallen tun? Erinnerst du dich an den Pakt, den wir in der Bar geschlossen haben? Weißt du noch? Ja. Ich kann das nicht tun. JJ, du hast es versprochen. Ja, ich hab's versprochen. Aber ich habe darüber nachgedacht. Ich kann das nicht tun. Du musst das für mich machen. Nein, das werde ich nicht. Warte, Bobby. Ich kann nicht ins Gefängnis gehen. Ich würde im Bau eingehen und das weiß ich. Ich habe es auch geschafft. Ja, aber ich bin nicht so zäh wie du. Das war ich nie. Du musst mir jetzt sofort versprechen, wenn es aussichtslos sein sollte, wenn wir hier nicht mehr rauskommen. Bobby, dann musst du mich umbringen. Wozu sind Brüder da? Danke. Vollgetankt und wartet am Flughafen. Und ich halte hier einen Hubschrauber in Bereitschaft, der sie transportieren soll. Ich will jetzt die Geiseln raushaben. Moment! Das geht mir zu schnell. Ich versuche nur, unsere Probleme zu lösen. Und ich versuche, weiter zu leben. Dann kämpfen Sie nicht gegen mich, Robert. Wann bekomme ich die Geiseln? Nachdem ich den Helikopter gesehen habe, bekommen Sie sie. Bis auf vier. Ich will sie alle, hören Sie. Wenn wir am Flughafen ankommen, ins Flugzeug steigen und alles glatt gelaufen ist, bekommen Sie sie. Bis auf eine. Scarelli. So ist es.
Die bekommen Sie, wenn wir sicher sind. Ihre Entscheidung. Einverstanden. Wir brauchen 5 Minuten, um alles zu arrangieren. Die haben Sie. Sind Sie der Pilot? Ja. Sie sind ein Bulle. Nein, ich bin Pilot. Und wieso fliegen Sie diesen Flug? Man bezahlt mich dafür. Nicht genug. Ich habe mir gedacht, da ihr ja so viel Geld bekommt, fällt vielleicht ein schönes Trinkgeld für mich ab. Sie müssen Archangel sein. Gut, ich bin damit einverstanden. Schön. Wir werden jetzt die alle rausbringen und uns auf den Weg machen. Tragen Sie eine Waffe? Wir spielen nach Ihren Regeln. Wenn Sie vernünftig spielen, retten Sie das Leben dieser Menschen. Ja. Es ist soweit. Wir gehen jetzt raus. Ihr geht darüber, na los, macht schon, weg mit euch! Und hier geht das noch weiter! Hilfen. Habt ihr gehört? Hilfen. Aus dem Weg, bewegt euch! Seid ihr schwerhörig oder was? Steigt in den Hubschrauber, macht schon! Ich hab Angst vor Fliegen! Angst. Nein! Thank you.
verfolgen Sie ihn einfach bis zum Flughafen. Wenn die Scharfschützen den Job nicht erledigen können, dann liegt es an Ihnen. Ihr Funkgerät aus und biegen Sie nach rechts ab. Ich habe die Order, Sie zum Flughafen zu fliegen. Ich sagte Ihnen doch, was Sie tun sollen. Ich bin kein Helikopterpilot, aber ich bin gut genug, um diese Kiste in einem kontrollierten Sturz zum Boden zu bringen. Und ich garantiere Ihnen, Sie würden das nicht überleben. Nicht, dass Mr. Scarelli etwas dagegen haben wird, wenn wir uns einen Privatjet ausleihen, um uns aus dem Land zu fliegen. Oh mein Gott, nein! Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Angst vor Fliegen habe. Nein, ich sagte Ihnen doch, ich kann nicht fliegen. Ich habe solche Angst. Sieh dich da hinten um, sieh nach, ob es noch einen anderen Ausgang gibt. Sei vorsichtig! JJ! Hier ist nichts! Bleib hier, ich hol Hilfe! Es darf nichts starten. Bewegt euch! Thank you.
Hört ihr das? Gebt auf, es ist vorbei. Er ist mein Bruder. Er hätte es im Gefängnis nicht überlebt. Verstehst du das? Ja, ich verstehe. Er ist dein Bruder. Thank you.